freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr von Donani. Ich würde Sie gerne, weil Sie ja jemand sind, ich weiß, Sie reden gar nicht so gerne über die Vergangenheit, sondern sind sehr im Hier und Jetzt. Dieser Gipfel heute in Brüssel, Dreifachgipfel, NATO, EU, G7. Was hat der aus Ihrer Sicht gebracht? Ich glaube, er hat deutlich gemacht, dass die NATO zusammenhält, was ja auch notwendig ist. Er hat der EU-Gipfel wird ja wohl noch weitergeführt werden morgen. Und G7 hat sich im Grunde genommen so verhalten, wie man dann auch nach dem NATO-Gipfel erwarten konnte. Also es waren keine Überraschungen, es war eine Reihe von interessanten Bemerkungen in den Pressekonferenzen und so weiter. Aber darüber werden wir ja noch reden. Genau. Frau Major, welches Signal geht von diesem Gipfel für Sie nach Russland? Wenn man sich den NATO-Gipfel anguckt, hat er zwei Botschaften. Das eine ist politische Geschlossenheit, das heißt sowohl bei den Europäern als auch mit den USA zusammen. Der Präsident war persönlich da, der ukrainische Präsident war zugeschaltet. Das war auch die andere Botschaft, wir Europäer und Amerikaner plus die Ukraine. Das ist die politische Botschaft. Es gab ja so ein bisschen, ich würde nicht sagen Streitereien, aber Unstimmigkeiten, wie viel man jetzt eigentlich macht. Es war die Geschichte über die Lieferung von möglichen Kampfflugzeugen an die Ukraine oder nicht. Und diese Botschaft war jetzt, wir sind geschlossen. Das ist die politische. Und es gab die militärische Botschaft, die praktische. Das waren die neuen Entscheidungen zur militärischen Neuaufstellung. Aber diese Botschaft, also wir sagen jetzt Botschaft, ich fand, das war eine richtige Ansage von Stoltenberg. Das sind Töne, die wir so lange nicht gehört haben. Wir hören mal kurz rein. Today, NATO leaders agreed that we must and will provide further support to Ukraine. We will reinforce allied deterrence and defense. Leaders approved our four new battle groups in Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia. These are in addition to the four already in the Baltic countries and Poland. So we have eight multinational NATO battle groups now. 100,000 US troops supporting NATO efforts. And European allies and Canada have also stepped up. We have 40,000 forces under direct NATO command, mostly in the eastern part of the alliance, backed by major air and naval power. Today, NATO leaders agreed to reset our deterrence and defense for the longer term, to face a new security reality. Also, Frau Major, wir stellen uns einer neuen Sicherheitsrealität. Was heißt das? Was werden wir da in Zukunft auch Wörter wie Ostflanke werden plötzlich wieder benutzt. Was werden wir denn da in Zukunft sehen und wie kommt das in Moskau an? Ich glaube, die erste Frage ist, wie das bei den Alliierten ankommt. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Das heißt, sie hat ihren 30 Alliierten versprochen, dass sie in einem Fall von einem Angriff sie schützen wird. Das heißt, es ist de facto die Lebensversicherung von diesen 30 Alliierten. Und was gemacht worden ist in den letzten Wochen, war genau das umzusetzen. Und wenn man sich die internationale Lage oder die Lage jetzt Russland-Ukraine ansieht, sieht man ein Russland, was geografisch näher rangerückt ist an die NATO, steht in Belarus, Russland steht in der Ukraine, das heißt, sie sind geografisch näher dran. Und man sieht einen klaren Eskalationswillen. Russland führt einen Krieg, einen Angriffskrieg in der Ukraine. Und wenn die NATO ihr Versprechen als Lebensversicherung ernst nehmen möchte, muss sie darauf reagieren und muss sagen, wie könnten wir notfalls unsere Alliierten an der Ostflanke, das sind die baltischen Staaten, Polen, aber de facto bis runter zum Schwarzen Meer, wie können wir die schützen? Weil nämlich in der Vergangenheit die NATO sehr vorsichtig dosierte Schutzmaßnahmen gemacht hat, um Russland nicht zu provozieren. Das heißt, sie haben sehr geringe Truppenstationierungen seit 2014 gemacht, um zu sagen, wir wollen schützen, aber nicht provozieren. Und jetzt ist die Entscheidung gefallen zu sagen, wir müssen dieses Schutzversprechen notfalls auch wirklich umsetzen können. Und deswegen gibt es eine Antwort, die die NATO proportionate, angemessen, nicht eskalatorisch und defensiv nennt. Und das heißt wirklich Schutz der Alliierten, um sagen zu können, falls irgendwas passiert, können wir sie echt schützen. Aber das heißt, statt ein paar tausend Mann werden dort in Zukunft Zehntausende stationiert? Was heißt das? Also was bislang beschlossen worden ist, ist, dass man kleinere Gefechtsverbände dort stationiert. Bislang hatten wir in den baltischen Staaten und Polen immer um die 1000 Mann. Das sind ehrlich gesagt keine Verteidigungstruppen. Man nennt es Tripwire, also Stolperdrahttruppen. Stolperdrahttruppen, so nennt man das? Ja, das ist also Tripwire auf Deutsch übersetzt würde heißen Stolperdraht. Ja. Die Idee ist zu sagen, wenn es einen Angriff geben sollte, das ist die Idee der Abschreckung, dann löst das Verstärkungsmaßnahmen aus. Wenn Sie sich die Karte angucken, kann man aber auch wunderbar sehen, wie
schmal diese Länder sind. Das heißt, teilweise von der russisch-estnischen Grenze bis zur Ostsee sind es nicht mal 100 Kilometer. Die sind unheimlich schwer zu verteidigen. Und die Frage ist, in der Vergangenheit hat die NATO darauf gesetzt, Abschreckung zu machen. Also Russland zu signalisieren, wenn du uns angreifst, sind die Kosten höher als die Gewinne, die du dir erhoffst. Das ist die Idee von Abschreckung, aber sehr geringe Truppenpräsenz. Und jetzt ist so ein bisschen so ein Übergang zur Verteidigung, zu sagen, wenn es wirklich einen Angriff gibt, müssen wir besser gewappnet sein, weil wir haben es leider gesehen. So, und wir hören mal ganz kurz rein noch fürs Protokoll, was Joe Biden heute dazu gesagt hat. Auch jemand, der heute sehr entschlossen klang. Ja, der klang. Putin was banking on NATO being split. My early conversation with him in December and early January was clear to me, he didn't think we could sustain this cohesion. NATO has never, never been more united than it is today. Putin is getting exactly the opposite what he intended to have as a consequence of going into Ukraine. We've built that same unity with the European Union and with the leading democracies of the G7. Herr von Lunani, sehr entschlossen. Sehr entschlossen. Sehr entschlossen und ich finde auch, wenn man ihn sonst kennt, überzeugender, als er in den letzten Monaten sonst aufgetreten ist. Ja, finde ich auch. Teilt Julius von der Lahn? Absolut. Ich glaube, dass es ein Glücksgriff ist für uns, dass wir jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt Joe Biden im Weißen Haus haben. Nicht Donald Trump, sein Vorgänger. Ich glaube, Joe Biden ist jemand, der das transatlantische Verhältnis versteht, der Sicherheitspolitik versteht, der das all die Jahre im Senat auch gemacht hat, im Auswärtigen Ausschuss. Insofern ist es gut, jemanden jetzt dort zu haben, der Sicherheitspolitik versteht, Außenpolitik versteht, sowohl Demokratie als auch jetzt eben dieses doch rasante Aufrüsten. Und ich glaube, das haben wir jetzt gesehen. Und der Aspekt, dass die NATO geeint ist, so wie sie wahrscheinlich noch nie zuvor geeint war, ich glaube, das ist unabstreitbar. Trotzdem, Herr von Lunani, ich glaube, Sie haben es irgendwo in Ihrem Buch geschrieben oder in einem Interview erwähnt. Also wir hören das jetzt alles, wir kriegen das mit, auch diese Sprache, die Verstärkung der Truppen, die Waffen, das ist eine unglaubliche Konzentration von Waffen auf sehr kleinem Raum plötzlich. Das macht vielen Leuten Sorge und mir geht es häufig so, und Sie hatten das auch irgendwo gesagt, ich denke an Christopher Clark, ich denke an die Schlafwandler. Ich habe das Gefühl, wir stolpern da immer tiefer in irgendetwas rein. Also das ist natürlich jetzt sehr schwer zu sagen, weil wir ja noch mitten in diesem Kriegsprozess sind. Ich glaube, worüber man nachdenken muss, ist, dass wir beides brauchen. Wir brauchen Verteidigung, habe ich auch in meinem Buch ausdrücklich geschrieben. Wir brauchen auch die NATO. Wir dürfen aber auf Waffen alleine nicht vertrauen. Und nach meiner Meinung hatte die NATO in der Vergangenheit eine zu geringe diplomatische Komponente, eine zu geringe Komponente auf der Seite. Wir müssen auch verstehen, warum die Krisen entstanden sind, und zu wenig getan, übrigens auch auf der Seite der Vereinigten Staaten, den Versuch zu machen, eventuell sozusagen Lösungen zu finden, die vielleicht noch möglich waren. Also alles das, was jetzt geschieht, ist unter den Bedingungen, wie sie jetzt bestehen, notwendig. Ob dieser Zustand von heute hätte entstehen müssen, darüber heute zu spekulieren, ist zu spät. Es ist vorbei. Die Sache ist gelaufen. Wir haben Krieg. Aber wenn wir nach vorne schauen, dann müssen wir uns überlegen, Russland wird aus der Geografie auch durch Sanktionen nicht verschwinden. Und wenn Russland weiterhin unser naher Nachbar ist und auch möglicherweise ein gefährlicher, dann brauchen wir mehr als nur Waffen. Wir brauchen auch den Versuch sozusagen eines Ausgleichs mit Russland, auch nach Putin, eines Ausgleichs mit Russland, der uns sozusagen nicht in die Gefahr eines wirklich großen Krieges bringt. Und wenn Henry Kissinger in diesen Tagen sagt, wir befinden uns in der Lage wie vor 1914, Schlafwandler. Nein, nicht nur das, sondern er sagt das auch ausdrücklich, weil es ja auch den Konflikt mit China gleichzeitig gibt. Und wenn man das alles betrachtet, dann bin ich, sage ich mal, strategisch besorgt, wenn wir uns nur auf die Waffenseite schlagen und zu wenig auf die diplomatische Seite. Für die Diplomatie ist es im Grunde genommen jetzt zu spät, das ist völlig klar. Was wir jetzt noch tun können, muss vielleicht von Europa gemacht werden, aber es ist durch den Krieg eigentlich gelaufen. Um das noch mal klar zu machen, worum es geht, ein Kollege hat heute noch mal klar nachgefragt bei Stoltenberg. Und zwar ging es um eine Forderung des ukrainischen Präsidenten, ganz handfest und ganz konkret. Panzer, Flugzeuge, das sind die Dinge, über die wir reden. Wir hören mal kurz rein.
President Zelensky asked you specifically for 1% of all your tanks, for 1% of all your aircraft, for multi-launch rocket systems, anti-ship weapons and means of air defense. A very specific list. What is your clear answer? I will not go into the details of the exact type of systems we are deploying, but what I can say is that allies do what they can to support Ukraine with weapons so Ukraine can defend themselves. Self-defense is a right enshrined in the UN Charter. At the same time, we have a responsibility to prevent this conflict from becoming a full-fledged war in Europe involving not only Ukraine and Russia, but NATO allies and Russia. That will be more dangerous and more devastating. So. Das ist die Situation, in der wir sind, Frau Major. Und wenn wir uns mal die Bilder aus Mariupol beispielsweise anschauen, vielleicht können die Kollegen aus der Regie das mal zuspielen. Das ist beklemmend, das zu sehen. Das ist die Erinnerung an Grozny, das ist die Erinnerung an Aleppo beispielsweise. An welchem Punkt ist dieser... Darf ich das mal kurz unterbrechen? Das ist auch die Erinnerung an Hamburg im Jahr 1943. Das ist wahr. Nicht wahr? Also wir müssen auch zurückschauen auf das, was ein großer Krieg eventuell bringt. Und hier waren es in einer Nacht oder in fünf Nächten hintereinander 34.000 Tote in Hamburg. Ja. Und 160.000 zivile Verletzte. Und wenn man das alles erlebt hat und als eigene Erfahrung mitbringt, denkt man vielleicht in diesen Fragen doch etwas vorsichtiger als mancher, der sozusagen nur die Gegenwart und diesen ersten Krieg erlebt. Wenn Sie das gerade ansprechen, Herr von Donani, und auch gerade so persönlich werden. Ich erlebe das in meinem Umfeld, wenn wir hier auch diese Bilder aus Mariupol sehen, dass gerade ältere Menschen, also auch Ihre Generation, die, bei denen löst das richtig was aus. Dieser 24. Februar diesen Jahres, wie ging es Ihnen? Ja, es ist mir natürlich genauso gegangen und dann später noch, als ich zum ersten Mal wieder Sirenen gehört habe, und zwar mit der Folge, dass Leute gelaufen sind, wie man sehen konnte, um Schutzbunker aufzusuchen. Das alles ist eine Erfahrung, die einen nie verlässt. Und aus diesem Grunde, glaube ich, müssen wir heute beides versuchen. Wir müssen jeden Schritt tun, um nicht nur uns zu bewaffnen, sondern auch zukünftige Kriege zu vermeiden. Und das kann am Ende nur Diplomatie und, wie ich meine, auch das Verständnis nationaler Interessen aller Beteiligten. Darüber reden wir gleich. Lass uns erst einmal, Frau Major, wirklich über den Krieg jetzt vor Ort sprechen. Der ist jetzt bittere Realität für viele. Wir haben eben diese Häuser gesehen. Wir haben gesehen diese ausgebombten Wohnblöcke. Wir haben Lavrov im Hinterkopf, der sagt, zivile Ziele werden wir nicht angreifen. Und dann fragt man sich, wenn man diese Bilder sieht, wohnen da möglicherweise Menschen? Wo sind die eigentlich? Und es gibt die Antwort darauf. Wir schauen uns mal diese Bilder an. Das ist ein Spielplatz heute in Mariupol oder gestern. Das ist Realität im Krieg. Und in der nächsten Sequenz sehen wir, wie Menschen versuchen, irgendwie verzweifelt ihre engsten Angehörigen in die Erde zu bringen. Sie sagen, na klar, Herr von Donner. Haben wir doch auch gemacht. Wir sind in die Keller gegangen und haben die Bomben pfeifen hören. Und das alles muss man mit im Kopf haben, wenn man heute über die Befriedung oder den Versuch der Befriedung und der Beendigung dieses Krieges nachdenkt. Das muss man alles mit im Kopf haben. Frau Major, wenn wir diese Frau da sehen, die irgendwie versucht, einen würdevollen Abschied zu zelebrieren. In welcher Phase befindet sich dieser Krieg? Wir befinden uns in einer Phase, wo die Frontverläufe weitgehend stabil sind, wo sich nicht so richtig viel bewegt, wo wir merken, dass Russland sein ursprüngliches Ziel, nämlich eine schnelle Einnahme der Ukraine, Kiew, nicht erreicht hat, aber von seinen ursprünglichen Zielen, Kontrolle über die Ukraine, Elitenwechsel, auch ein Plattmachen der Infrastruktur nicht abrückt, sondern vielmehr in seinem Vorgehen immer rücksichtsloser wird. Ich würde aber gerne auf einen Punkt von Herrn von Donani zurückkommen, weil ich das ein bisschen anders einordnen würde. Ich bin ganz bei Ihnen, dass man Verteidigung und Dialog braucht und erst die Kombination von beidem Sicherheit in Europa gewährleistet. Ich glaube aber, dass wir gerade so ein bisschen im russischen Narrativ aufsetzen. Denn wenn Westeuropa etwas mit enormer Begeisterung gemacht hat, dann war es, den Ausgleich mit Russland zu suchen. Wir haben uns zusammen die westlichen Staaten mit der Sowjetunion und danach Russland auf eine gemeinsame Sicherheitsordnung
geeinigt. Helsinki-Schlussakte 75, Charta von Paris und vor allen Dingen die NATO-Russland-Grundakte. Das sind alles Dokumente, die die westlichen Staaten und Russland und danach die Sowjetunion unterschrieben haben. Und gerade wenn man sich die NATO-Russland-Grundakte ansieht, hat Russland de facto die Bedingungen des Beitritts der osteuropäischen Staaten zur NATO anerkannt. Und aus Rücksichtnahme auf Russland hat damals die NATO gesagt, in den neuen Staaten, man sieht sie wunderbar auf der Karte, Estland, Lettland, Litauen, Polen, werden wir keine permanenten NATO-Installationen machen, wir werden keine Atomwaffen dort stationieren und wir werden keine Truppen stationieren, aus Rücksichtnahme auf die russischen Sicherheitsbedenken. Es gab diverse diplomatische Bemühungen. Der Kanzler war Anfang Februar, glaube ich, da und hat sogar angedeutet, dass man auf eine NATO-Mitgliedschaft, die meines Erachtens gar nicht das Thema war, verzichten würde. Das heißt, der Vorwurf, es gäbe vom Westen nicht genug Bemühungen, ist meines Erachtens schlicht falsch. Und es ist wirklich ein russisches Narrativ. Ein Satz noch dazu. Wir reden sehr viel über die russischen Befindlichkeiten. Wenn Sie sich die Länder angucken, die jetzt da an der Grenze zu Russland sind, haben die auch Sicherheitsinteressen? Und wenn man sich zurückversetzt, gerade in die Position dieser Länder, dem man gesagt hat, ihr dürft NATO-Mitglied werden, aber ihr kriegt keine Truppen, ihr kriegt auch keine Headquarters, Hauptquartiere oder sowas, weil wir wollen Russland nicht zu nahe treten, in Klammern, ihr seid so ein bisschen zweite Klasse NATO-Mitglied, aber da müsst ihr mit leben. Das musste man auch überlegen. Und deshalb gebe ich Ihnen recht, wir müssen über die russischen Sicherheitsinteressen reden. Wir müssen genauso über die Sicherheitsinteressen der Ukraine reden, die gerade verletzt werden durch den Angriffskrieg. Und der baltischen Staaten, Polen und der ganzen Staaten, die dort wie so ein Bogen darum herum sind. Und ich finde das enorm wichtig, darauf hinzuweisen, dass es enorme diplomatische Anstrengungen gab. Dass eher im Gegenteil bis 2014 in Europa an der Verteidigung grundlegend gespart wurde. Das war die dunkle Seite der Friedensdividende, nämlich der Abbau der Verteidigungsfähigkeiten. Herr von Donani. Ja, also ich stimme Ihnen in eigentlich allem zu. Natürlich muss man die Sicherheitsfragen der osteuropäischen Länder, die unter russischer Herrschaft waren, berücksichtigen. Natürlich denken die anders als wir, die wir das im Westen diese Besatzung nicht erlebt haben, ist doch völlig klar. Der einzige Punkt, wo ich etwas anderer Meinung bin als Sie, den wir aber hier wohl nicht ausdiskutieren sollten, ist, es ist natürlich von Anfang an das Problem Ukraine als NATO-Mitglied ein zentrales Problem gewesen. Und es war kein Zufall, dass als Putin seinen Vorschlag für mögliche Verhandlungen der Sicherheitsarchitektur im Dezember an die amerikanische Regierung weitergegeben hat, natürlich das Thema Ukraine im Mittelpunkt stand. Und es ist auch kein Zufall, dass genau dieses Thema von den USA absichtlich nicht auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Ich halte das für einen großen Fehler, weil kluge Amerikaner, ob der heutige Burns, der jetzt also CIA-Chef in Washington ist von Biden, oder Brzezinski, den Sie alle kennen und so weiter. Die haben alle vor dieser Entwicklung gewarnt. Schon vor 7 Jahren hat Brzezinski in einer deutschen Zeitung veröffentlicht, wenn wir die Ukraine in die NATO holen werden, wird es Krieg an der Ostgrenze Europas geben. Wörtlich hat er das gesagt. Und diese Gefahren, die musste man einfach berücksichtigen. Ob man es hätte anders machen können, ich bin auch nicht klüger als die Amerikaner oder nicht klüger als die deutsche Regierung. Ich sage nur, wir können das uns nicht so einfach machen. Das ist eigentlich mein Punkt. Und wenn wir das uns darauf einigen können, dass wir uns nicht so einfach machen können, sondern darüber nachdenken. Dann lass uns rein in diese Diskussion, Frau Mayer. Ich wollte das sozusagen erst im zweiten Teil der Sendung machen, aber lass es uns jetzt machen. Frau Mayer, was entgegnen Sie? Ich bin komplett bei Ihnen, dass es nicht einfach ist. Okay. Aber ich glaube, dass es trotzdem... Aber es ist nur dieser Teil, bei dem Sie bei Ihnen ist. Ist doch schon gut. Nein, ich glaube... Das ist ja keine Kapitulation bei Ihnen. Ist ja nur eine Zustimmung. Nein, aber lass mal ernsthaft. Ich glaube, dass wir nochmal dem russischen Narrativ aufsetzen. Als die Ukraine sozusagen das politische Versprechen eines NATO-Beitritts bekommen hat 2008, hat es ein sehr seltsames Versprechen bekommen. Es hat nämlich nur die Zusage bekommen, ihr könnt irgendwann Mitglied werden. Es gab aber nicht den sogenannten Membership Action Plan, was der Fahrplan ist. Klar. Das heißt, es war allen Beteiligten klar, dass es nicht sehr schnell passieren würde. Der zweite Punkt ist, als Russland 2014 die Ukraine schon mal überfallen hat, die Krim annektiert hat und die Regionen Donetsk und Luhansk im Donbass besetzt hat, völkerrechtswidrig, war das nicht die Reaktion auf die NATO
Ideen der Ukraine, sondern das war die Reaktion darauf, dass sich die Ukraine gen Europa gewandt hat und ein freier, liberaler, westlicher Staat werden wollte. Das heißt, das Problem NATO ist ein Problem, das Russland uns versucht, in den Diskurs vorzuschmeißen, worum es überhaupt nicht ging. Und selbst, das hatte ich vorhin schon gesagt, der Kanzler war Januar oder Februar, als er bei Putin war, hat sogar angeboten, dass man darüber reden kann. Das heißt, es geht im Endeffekt nicht darum. Und wenn Sie sich die Reden angucken, letzter Punkt bitte, die Putin gehalten hat, den Artikel, den er letzten Sommer geschrieben hat, geht es darum zu sagen, die Ukraine hat eigentlich keine staatliche Identität. Sie hat kein Recht, ein eigenes Land zu sein. Sie gehört de facto historisch gesehen zu Russland und es spricht der Ukraine die eigene Staatlichkeit und die Souveränität ab. Und wenn wir das zu Ende denken, dann kommen wir in ein Konzept von Großmächten in Europa, wo die Großen das Sagen haben und die Kleinen müssen machen, was die Großen wollen. Das heißt, die Ukraine kann als souveräner Staat nicht entscheiden, ob sie NATO- oder EU-Mitglied wird, sondern Russland hat ein Wörtchen mitzureden. Und das Verständnis von Großmächte-Konzerten ist nicht das, was wir in der Charta von Paris oder auch in der Helsinki-Schlussakte unterschrieben haben. Sagen, ne? Helsinki-Schlussakte, dieser ganze Konflikt ist lang. 1975. Da steht drin, freie Bündniswahl hat Russland, hat damals die Sowjetunion unterschrieben. Genau, jedes wurde Land lange mit den Russen verhandelt, haben die Russen zugestimmt, haben gesagt, genau, Sie sind ein Top-Jurist, Ihnen muss ich das nicht erklären, Sie wissen das viel besser als ich. So, 75. Charta von Paris 1990. Wieder lange Verhandlungen mit den Russen, ausdrücklich die Souveränität von Ländern wird anerkannt und nicht angefasst. Und dann noch mal NATO-Russland-Grundakte 1997, sozusagen, also nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums, gleiches Spiel. Lange verhandelt mit den Russen. Als Belohnung gab es dafür, glaube ich, auch G8 im weiteren Verlauf. Das war sozusagen das kleine Mitbringsel dafür. Und trotzdem macht Putin dann immer wieder dieses Thema auf. Sie können es noch weiter drehen. Sie können auch sagen, jeder Schritt der NATO-Osterweiterung. Ich finde das Wort an sich falsch. So, das ist der Punkt. Lass uns einmal drüber reden. Dieser Begriff NATO-Osterweiterung, warum ist der falsch? Ich sehe das genauso wie Sie. Erklären Sie es. Also der Begriff Osterweiterung impliziert, dass die NATO proaktiv rausgegangen wäre und gesagt hätte, kommt alle zu mir. Das war nicht der Fall. Die Staaten, die man jetzt dort sieht, haben von sich aus darum gebeten, in die NATO aufgenommen zu werden, weil sie das als ihre Sicherheitsgarantien angesehen haben. Die interessante Reaktion ist die der NATO. Die hat nämlich gesagt, wissen wir nicht, wollen wir eigentlich nicht. Und haben die Länder ziemlich lange hingehalten. Die mussten damals politische Kriterien erfüllen, Demokratien sein. Sie mussten militärische Kriterien erfüllen, demokratisches Militär, Verfasstheit. Und dann sind sie irgendwann aufgenommen worden. Aber, ganz wichtig, jeder Schritt dieses Beitritts, deswegen sage ich jetzt Beitritt der mittel- und osteuropäischen Staaten, war flankiert mit einem Schritt auf Russland zu. Das war erst die NATO-Russland-Grundakte, wo auch so eine Sachen drin stehen wie friedliche Konfliktlösung. Dann gab es die nächste Runde und das wurde in der NATO-Russland-Rat gegründet. Das ist ein Gremium, wo die NATO und Russland zusammentreffen und wo Russland de facto einen geradezu ungehinderten Zutritt zum NATO-Hauptquartier hatte. Das heißt, es gab ein Bestreben, sehr wohl zu sagen, jeder Schritt wird durch den anderen begleitet, weil die NATO sehr wohl ein Interesse hatte, dass es eine kooperative Sicherheitsordnung mit Russland und nicht gegen Russland gibt.